da ging natürlich auch viel so hier weg, da weg. Und dann habe ich Leute eingeladen, dann haben die noch was gekauft, dann habe ich einen guten Preis gemacht und ich habe ja genug. Bis das plötzlich, das ging ganz schnell, war das alles mehr oder weniger, hat sich das in Luft aufgelöst. So wenige Wochen, ne? 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, dann war das verbraten. Wie gesagt, da war ich nur am Basen zu der Zeit. Da habe ich ja noch nicht mal geballert. Hätte ich zu der Zeit schon geballert, dann wäre ich wahrscheinlich ganz durchgedreht. Das war schon schlimm genug auch. Das war schon einer der Punkte, die mich echt dann. Das war einfach zu viel Koks für mich. So, in dem Zustand, also in diesem Suchtstadium. Da nur geraucht. Und wie gesagt, bis die Knie und die Arme und alles offen war, wenn man auf dem Teppich immer wieder seine Handfälle geschoben hat und nach Krümel gesucht hat, obwohl der ganze Tisch voll liegt mit Koks. Trotzdem suche ich die Krümel auf Erde wie ein geistig Gestörter. Und so, das ist dann damit passiert, mit dieser Beute. Also ein paar Monate sind das schon vergangen gewesen, ne? Bis die mich dann erwischt haben. So. Ich habe das auch gar nicht so schnell gerafft, wie das passiert ist, ne? Dass sie mich eingepackt haben ins Auto und weg. Ich gehe auf den Bürgersteig dann und denke mir nichts Böses. Ich bin schon fast am Arbeitsamt. Ich bin eigentlich schon so gut wie zu Hause. Und dann kommen sie mit einer Limousine, also was heißt Limousine, aber schon ein guter Mittelklassewagen, angefahren, bis auf den Bürgersteig hoch, einer springt raus, haut mir direkt eine richtige Schelle, Kopf runter, los, ab ins Auto, hinten rein, setze ich neben mich, Kopf unten, bald dein Kopf unten, guck nicht. Ja, und dann sprechen die nur auf ihre Sprache jetzt. Das war nicht so cool, coole Aktion. Also ich hab die ganze Zeit nur gedacht, okay, jetzt verbuddeln sie dich, jetzt bist du selber schuld, hast den 200 Gramm Koks geklaut, alles klar, selber schuld. Ich wusste ja schon, dass die nicht ohne sind und dass da, wenn was passiert, dass es richtig passiert. So, aber mit so einer Aktion habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die springen raus, klopfen mich richtig kaputt und lassen mich liegen. Sowas habe ich mir vorgestellt, ne? Aber nicht, dass die mich einpacken. Ja, und keine Ahnung, wie lange wir gefahren sind. Viertelstunde und immer wieder klatsch, immer auf den Kopf von hinten. Und ja, saß ich dann und dann sind wir irgendwann, halb Augen haben sie mich verbunden. Und dann haben sie mich irgendwann, sind wir ausgestiegen, höre ich nur Knirschen unter den Füßen, also Kiesweg. Und dann rechts in den Büsche oder links in den Büsche rein, irgendwie ins Gebüsch rein. Und dann stehen die da um mich rum die ganze Zeit. Dann höre ich, wie die Waffe durchgeladen wird, wird mir an den Kopf gehalten. Ich ein armer Hahn. Hat mich eingepisst und alles. Ne? Ja, und irgendwann habe ich so viel Panik gehabt, sind einfach die Lichter ausgegangen. Ne? Da habe ich nicht kollabiert und bewusstlos geworden. Ne? So, also bevor die mir irgendwas gemacht haben, allein diese Situation, das ist Krieg. Die richten mich jetzt hin, die verbinden mir die Augen, wir sind in den Wald gefahren, Alter. Alter, ich habe die ganze Zeit immer versucht zu sagen, also das waren nur 200 Gramm Koks, ich gebe euch das Geld dafür, ich bezahle auch doppelt so viel. Und, ja, und ich höre die ganze Zeit, die reden gar nicht mit mir. Keiner redet mit mir, die reden die ganze Zeit auf ihre Sprache. Und dann irgendwann, weil die mich auch ignoriert haben, irgendwann habe ich dann aufgehört, denen irgendwelche Vorschläge zu machen oder sonst was und habe dann immer nur versucht, in die Richtung, ich weiß nicht, man dreht den Kopf, obwohl man nichts sieht, in die Richtung, wo die Stimme gerade ist, die spricht. So, man versucht das trotzdem zu verfolgen, obwohl man blind ist. Und der eine auf jeden Fall, ab da, wo ich gedacht habe, okay, die diskutieren deswegen so lange, war, weil ich Richie gehört habe. Einer von denen kannte Richie auf jeden Fall und die hatten, das war mein Glück, die haben alle gedacht, ich bin sein kleiner Bruder und wenn die mich jetzt abmurksen und da im Wald verbuddeln, dann haben die Hölle auf Erden. Das ist zwar nur so eine deutsche süchtige Kartoffel, aber der kommt und fickt euch alle. Und das wissen die, dass er kommt. Der kommt auch mit einer Machete oder mit so was weiß ich. Oder lauert einen nach dem anderen auf und fickt einen nach dem anderen. Die wissen, dass der Lester ist nicht so. Der kriegt raus, was passiert ist. Spätestens Jesse wird ihm sagen, Alter, das könnten die Jungs gewesen sein. Wenn er sich erkundigt am Steintor. Irgendwo findet er eine Schwachstelle. Zur Not mit der Zange. An der Nase oder an der Finger. Irgendeiner wird schon erzählen, was passiert ist. Wenn ich einfach plötzlich weg bin, ich bin nicht im Knast. Keiner weiß was von den Jungs, mit denen ich immer bin. Der ist einfach nur weg.
Und sowieso bei solchen Geschichten, dann irgendwie kommt es ja auch dann im Milieu, sprich, es gibt dann immer irgendein Gerücht, so dann, ne, wo das passiert ist. Und er hätte schon mitgekriegt. Dann war irgendwann Ruhe, so. Und ich habe nur mitgekriegt, wie der eine noch losgehen wollte. Also irgendwas Telefon, und dann war er weg. Ne? Und dann wahrscheinlich nicht über Handy, ist irgendwie losgegangen, hat telefoniert. Und als ich aus meiner Bewusstlosigkeit wieder hochkam, war dann nur so ein riesiges Monster noch mit mir, mit der Wumme. Mach mir irgendwann die Augenbinde ab, so. Und trotzdem musste ich im Auto dann Kopf unten lassen. Ich sag, komm, wir fahren jetzt mal, kriegst du eine frische Jogginghose. Du hast jetzt folgenden Auftrag. Und dann sind wir losgefahren und dann in der Bude oder im Auto schon, ich weiß gar nicht mehr genau, hat er mir gesagt, was ich jetzt zu tun habe. Hier hast du eine Waffe. Und ich weiß nicht, war ein Schuss drin, war kein Schuss drin, sowieso. Ist vollkommen egal. Aber er hatte seine Waffe wahrgeladen, definitiv. Und er sagt so, und wir setzen dich jetzt an bestimmten Stellen ab. Wir haben bestimmte Punkte, da wirst du reingehen, wirst einen Raub machen und wirst wieder rauskommen. Und dann wirst du bezahlen. Wir wissen, was da zu holen ist. Der hat auch gesagt, dass das mein großes Glück war, dass ich mit dem zu tun habe, dem Richie. Dass der mein Bruder ist oder was auch immer er gesagt hat. Dass das der Punkt war, warum die mich jetzt funktionieren lassen und mich nicht kaputt machen. Die wollen ihr Geld auch wieder haben. Das war denen wichtiger, dass er war mir mehr Geschäftsmann dann als an Ärger interessiert oder an Exempel statuieren. So. Ich meine, die Nummer an sich hat schon gezogen. Ne? Auch ohne die Kugel und ohne mich zu verbuddeln, das hat schon gezogen. Also das hat mir schon mal also sehr deutlich bewusst gemacht, dass das ist eine ganz andere Liga, Junge. Da habe ich keinen Bock mit zu spielen, das ist mir echt zu gefährlich. So, ihr mit euren Schießpistolen und so und solche Tiere und so, Alter. Die sind, das geht alles mit Gewalt und da habe ich keinen Nerv drauf. So, und das hat es mir nochmal ganz deutlich gezeigt, das ist nicht meine Liga, diese Klasse. So, mit solchen Leuten muss ich auch nichts zu tun haben, die so mit anderen Menschen umgehen. Ich meine, ich bin selber vielleicht, wenn das andere betrachten, nichts besser, so weißt du, aber da mache ich für mich persönlich noch einen Unterschied. So mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Der war dann auch nicht mehr wirklich richtig ätzend, der war schon sehr bestimmt und da war auch für mich alles klar, wehren ist nicht oder auch Widerworte gegen den Armen funktionieren nicht. Der ist dann sehr sachlich geblieben, einfach nicht freundlich, sachlich. So, komm mit, komm, erstmal Hose wechseln, fahren dann dahin, keine Ahnung, hat er nicht gesagt, wohin, wir fahren eben los, kannst eine frische Jogginghose anziehen, kriegst ein Werkzeug. Ja, und dann sind wir losgefahren, entweder hat er mir das da in der Butze, wo ich mich umgezogen habe, erklärt, oder im Auto schon eine Waffe gekriegt, nicht geladen und das war der ihre Absicherung, dass ich genügend Werkzeug habe, um das Geld rauszuholen. Was auch immer da jetzt passiert, ob das ein Raub werden soll, ein Einbruch oder sonst was, war denen völlig egal. Aber die hatten auch mehrere Punkte, wo denen klar war, da ist auch illegales Geld. Also die hatten so Sachen im Angebot, wie da eine Spielhalle, da liegt im Safe, was weiß ich, 500 Gramm Hasch und die Tageseinnahmen, so, das Ganze holen. Also so, ganz gezielt auch auf Leute aus anderen illegalen Bereichen. Die rufen nicht so schnell die Polizei, das ist gut. Also die waren sehr organisiert und die war hundertprozentig kriminell. Hundertprozentig. Das war alles, was die gemacht haben. Das ist der täglich Brot gewesen. Und halt ohne selber süchtig zu sein dabei. Ne? Und ganz harten Fokus auf die Kohle. Ja. Letztendlich habe ich es dann geschafft, ohne da der Werkzeug großartig benutzen zu müssen, den 15.000 Mark auszuhändigen. Und irgendeinen Scheiß konnte ich sogar noch selber behalten. Ich glaube, da war auch noch ein bisschen Hasch auch noch drin und ein bisschen Schmuck oder sowas. Uhren oder so ein Kram und ein paar Kettchen irgendwie. Der hat sich so ein paar Sachen so alles rausgepickt und ich weiß, ich habe noch irgendwie so ein, wie so ein, ne, und jetzt so ein Dankeschön und verpiss dich. Ich habe mehr bezahlt, als sie gekriegt hätten mit der Ware, ne? So, also ich habe da schon auch Gewinn obendrauf bezahlt für die. Und dann konnte ich gehen, ne? Hat irgendwie kurz angehalten, telefoniert, dies, das. Na komm, kannst durchziehen, zieh durch, hau rein. Erzähl das keinem, was hier passiert ist. So ungefähr, ne?
Ich meine, die sitzen jetzt wahrscheinlich alle irgendwo im Kosovo in ihrem eigenen riesigen Garten, in einem von ihren 3 oder 4 Häusern. Und das juckt ja alles nicht, was hier heute passiert. Also ich weiß alle nicht, wie die heißen und wer das genau war und so, aber das ist ja auch aktenbekannt, dass die ganzen Albaner, die sich da über Jahre getummelt haben, die sind alle bekannt. Ja, und da habe ich echt Panik gehabt, Paranoia um mein Leben. So, vor allem, weil die auf egal was ich da gebettelt habe und was ich denen vorgeschlagen habe, es hat einfach keiner mit mir geredet, die reden nur untereinander. Und keiner hat mit mir gesprochen, das war das allerschlimmste Gefühl irgendwie daran, weil ich so völlig... Es geht um mich und trotzdem geht alles an mir vorbei. Gerade so, ich verstehe überhaupt gar nichts. Was ist der Plan jetzt? Hätten die auf Deutsch geredet und so, hätte ich ja jedes Wort verstanden und dann wäre das vielleicht, na gut, vielleicht wäre das noch schlimmer gewesen. Ich habe keine Ahnung. So eine Situation, ganz schrecklich. Irgendwie habe ich immer noch ein bisschen Abstand gehalten da hinten an der Bude rum und so. Das war mir alles nicht geheuer. Also ich wollte nicht, dass einer von denen, die dabei waren, irgendwie, die ich nicht erkannt habe, vielleicht auch, oder auch die, die ich erkannt habe, egal. Habe ich keinen Bock gehabt, denen nochmal zu begegnen. Großartig. Ich bin der Meinung, ich habe danach auch von denen, die ich gesehen habe, mit dem Gesicht gesehen habe, auch keinen mehr gesehen.